Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 9. Folge Doom. In der letzten Folge haben wir. Au, was? Okay. In der letzten Folge haben wir hier gekämpft noch und haben uns entschieden, dass wir hier aufhören. Und haben den Huhn. Huhn, ups. Den Hund gesehen. Der steht hier und aus irgendeinem Grund kriege ich da Damage. Ist das so ein Gas? Noch nee, jetzt bin ich runtergefallen. Moment, ich gehe kurz wieder hoch. Ich glaube, das ist so ein Gas. Hier geht es einfach nur gerade entlang. Richtig? Hier rum, da dann hoch. Was auch immer, aber warum ist da ein Gas? Ach, ich muss in dem Kreis von diesem Scheißhund bleiben. Hä? Moment. Was? Ah. Was? Oh, das ging schnell. Schön. Okay, Hund. Hund der Nervigkeit. Warte mal, kriege ich Damage, wenn ich auf die Karte gehe? Ich würde nämlich gerne einmal sehen. Ja, da oben ist nämlich das Secret. Da würde ich gerne noch einmal hingehen. Hoppala, weg mit dir, weg mit dir. So, dann machen wir den kaputt. Ich bin gerade verwirrt, das habe ich so in der Art in Doom noch nie gemacht. Also, das ist in seiner Art komplett neu. Oh, ich habe einen Speicherpunkt erreicht. Ich will eigentlich nicht noch mal. Och Mann. Eigentlich würde ich gerne einfach. Warte, andere Granate. Den hat es aber zerrissen. Oh. Hä? So, dann sägen wir dich in Stücke. Und packen hier die Granate drauf. So, machen den kaputt. Und der war gerade. Boah, der wurde mit zerrissen. Hey, kann ich bitte nicht diesem Hund folgen müssen? Hey, sag mal. Ich verstehe es halt auch einfach nicht. Aha.
So, dann machen wir den kaputt. Ja, während ich hier kämpfe, kann ich mal über was anderes reden. Schlechte Entscheidung. Ja, Wolfi, ich hab dich gesehen. Nein, Wolfi. Ah. So, Moment. Töten wir den hier. So, weg mit dir. Marauder. Ich krieg kein Damage mehr. So, Moment. Ich habe irgendwie alles hier hinten verpasst. Ah, schön. Ja. Whatever. Sind wir denn hier eben etwas schneller durchgeheizt? Ja, was ich vorhin erzählen wollte, während der Kämpfe, dass ich vielleicht in naher Zukunft mit Zenti 05. Wir können hier wieder zurück. Wie überaus nett und angenehm. So, hier kommen wir dann vermutlich zu dieser geheimen Begegnung hin. Was? Wo sind wir? Ja doch, geheime Begegnung. Genau. Dass ich mit Zenti 05 Among Us aufnehmen werde. So war mein Satz, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, das werde ich dann demnächst mal tun. Wann genau, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich es heute, vielleicht mache ich es morgen. Werden wir sehen. Ah, dieses Video wird vermutlich sowieso hinter dem Among Us Video kommen, also. Welchen Weg muss ich gehen, damit ich da... Erstmal da hinten ist was. So, Storyline. Und jetzt, wenn ich hier... Ja, toll. Das Buch der Seraph. Wenn ich jetzt hier drauf gehe... Ist da oben, habe ich alles nicht gesehen, aber ich glaube, das... Brauche ich das? Na, sieht schon nach was aus. Ich gehe da, glaube ich, einfach hin. Ich darf nicht? Ja, drauf. Wie komme ich denn da drauf? Wenn ich hier bin, hier irgendwie rüber? Was ist das hier? Also. Na, vielleicht könnte ich hier rüber raufkommen, aber... Nein. Da ist eine Wand. Spiel? Kann man da hoch? Was zeigt mir das Spiel hier an? Wenn ich auf diesen Baum gucke, hier. Einfach nur ein Texturfehler? Ja, vermutlich. Ja. So, Moment mal. Wenn ich hier bin. Da ist eine unsichtbare Wand. Dann gehen wir eben über den Weg hier.
haben wir ein Geheimnis gefunden. Hier drüben. Aber an das wollen wir gar nicht hin, weil das führt in die Richtung, in die wir eigentlich wollen. Und daher gehen wir da einfach wieder weg. Und droppen hier mal runter. Ach, das war's. Ach so, das wäre ein Rätsel. Oh. Oh. Dann gehen wir mal hier durch. Bäh. Und klettern hier rüber. Ah, schlagen das runter. Öffnen so das Tor. Und können so rüber zur geheimen Begegnung. Ja. So, geheime Begegnung. So, den gestärkten Dämon hätten wir damit. Oh, wir haben's. Nice. Gut, dann würde ich sagen, erkunden wir nochmal das Geheimnis da hinten. Da war ja hier hinten noch ein Geheimnis. Moment, wo war es denn? Hier war es. Augenblick. So, so, so. Da sind wir dann hier lang gelatscht und hier gelandet. Okay. Ach, man kann hier laufen. Warte, was? Ach so. Okay, dann ist es nicht so beeindruckend. Na, dann gehen wir mal hier rüber wieder. Sammeln ein bisschen Rüstung ein. Und klettern einfach nochmal hier drauf. Ärgern uns eine Runde. Klettern hier hoch. Was ist das denn? Sieht man das da? Anzug vielleicht? Arsenal? Runen? Ach ja, es gibt Herausforderungen. Egal. Gut, dann würde ich sagen, hatten wir alles, oder? Ja, nice. Dann sammeln wir das hier noch an. Sammeln das hier ein. Und gehen hier hoch. Das ist schon die zweite Prüfung, oder? Hm. Ja, komm, ich glaube, das mache ich dann in... Ja doch, das kann man in der Folge so machen. Ich weiß halt nicht, wie lang meine Folgen sein sollen. Ich erinnere mich auch echt an Prince of Persia. Ich weiß nicht, kennt das noch irgendjemand heutzutage sowas? Das ist ein Spiel, da spielst du einen Prinzen und hüpfst über so Hindernisse. Und er hat immer so Visionen von den einzelnen Räumen, durch die er springt. Ja. Und da sollte man immer aufpassen bei solchen Visionen.
Ich schätze mal, ich musste hier rüber. Weil ich habe nämlich nicht aufgepasst bei dieser Vision hier. Oder was auch immer das ist. Ja, ja, ich wähle mal eine Waffe aus, die schneller schießen kann. Wohin? Hierhin. Ha! Ja, würde ich sagen, das haben wir gekonnt gemeistert. Gut, dann. Na, die Plattformen werden vermutlich nach unten sinken, oder? Du! So. Ha. Haben wir alles? Haben wir alles? Haben wir alles? Und dann können wir hier hoch. Oh, die sind cool. Das sind diese Umgebungsdämonen. Wenn man die kaputt macht, explodieren die voll schön. Oh nein, es ist ein Geist. Geh mal näher an den hier dran. Ja, Mist. Okay, nein, nein, hier. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ghostbusters. Tja. Da bist du besser still. Aber ich auch. Weil ich andauernd meine neuen Munitionsquellen zerbombe. Brr. Zack. Ja, so. Ja, schließe die Prüfung ab. Schon verstanden. Ja gut, ich würde sagen. Ja, dann wird es eben eine längere Folge. Scheiß drauf. Entschuldigung für das schlechte Wort. Warum funktionieren meine Zahlen nicht mehr? So. Und das, meine lieben Zuschauer, ist eine sinnvolle Verwendung von BFG Ammunition. Damit kriegt man nämlich alles ziemlich leicht sehr tot. Ah, tot. So. Auch tot. Und tot. So. So. Zack, Kopf ab.
Boah, was schreit ihr denn so? Den sägen wir durch. Muss ich irgendwas erreichen, irgendwie? Um das zu beenden? Oder was? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, die kommen immer wieder. Warte, die teilt sich die Ammunition mit der hier, oder? Dann säge ich dich nochmal durch. Zack. Ah, endlich. Etwas Neues. Oh. Ah, ein Geist! Scheiße. Viele, viele Scheißviecher. Aha. Oh, ich hab mich hochgeportet. Nice. So, okay. Auf 3 ist meine Waffe. La 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 la. Ey, diese Geister sind unfassbar nervig. Dass man dann immer die Waffe wechseln muss, um die nochmal zu finishen. Kaputt. So und kaputt. Tja, schlechter Spawnort. Ah. Ha, 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 ha. Irgendwo ist auch ein Höllentotem, glaube ich, in der Nähe. Zumindest sieht es von der Farbe her so aus. Oder sehen die immer so aus? Aber wo sollte das sein? Und da kommt dann noch so ein Doom Hunter. Ja, genau, genau. Sturkopf, Dash Frontal in a Pinky. Irgendwo kommt da was an. Da ist irgendwo ein Höllentotem, glaube ich. Wenn da unendlich viel spawnt. Ich bin tot. Ja, ich würde sagen, den Kampf machen wir dann doch nächste Folge. Ja. Nun denn, dann habt ihr jetzt am Ende dieser Folge einen gloriosen Fail gesehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.